Lieben, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zum nächsten Video. Ich freue mich, dass ich heute wieder mit euch ein bisschen über Gott nachdenken kann, von Gott erzählen kann. Und dafür habe ich mir heute was ganz Besonderes überlegt. Nämlich möchte ich heute mit euch über Schlüssel sprechen. Vielleicht fragt ihr mal Mama oder Papa, ob sie einen Schlüsselbund für euch haben, was sie euch mal geben können. Ein Schlüsselbund, ihr seht es ja schon, da sind ganz viele Schlüssel dran, zumindest bei mir hier am Schlüssel. Jeder Schlüssel hat eine bestimmte Funktion. Jeder Schlüssel passt in ein bestimmtes Schloss. Zum Beispiel der Schlüssel hier. Der passt in die Haustür und in unsere Wohnungstür. Oder der Schlüssel hier, der passt an mein Fahrradschloss. Die beiden Schlüssel sind für das Pfarrhaus, für mein Büro und für das Exzellentenzimmer, wo wir uns manchmal treffen. Der Schlüssel ist für unseren Briefkasten, der Schlüssel ist für den Keller und der ganz große schwarze hier, der ist für unser Auto. Jeder Schlüssel passt also in ein bestimmtes Schloss. Vielleicht habt ihr auch solche Schlüssel, die in ein bestimmtes Schloss passen. Fragt mal die Mama oder den Papa, wofür denn die Schlüssel sind, die ihr so habt. Jetzt gibt es für jeden Schlüssel ein bestimmtes Schloss. Und manchmal, vielleicht habt ihr das schon gehört, sagen wir Menschen auch, oh, der Mensch heute, der war ganz schön verschlossen. Wie kann denn ein Mensch verschlossen sein? Habt ihr schon mal einen Mensch gesehen, der verschlossen ist, der nicht auf ist, so wie eine Tür, wenn man sie aufschließt mit einem Schlüssel? Habt ihr das schon mal gesehen? Naja, zum Beispiel ein verschlossener Mensch, der zeigt das zum Beispiel mit seiner Körperhaltung. Ein verschlossener Mensch, das könnt ihr gerne mal nachmachen, der sitzt zum Beispiel vielleicht so da. Oder er dreht sich weg. Oder er sagt auch, geh weg, ich habe keine Lust mit dir zu reden. Ich möchte in Ruhe gelassen werden. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesagt, dass ihr in Ruhe gelassen werden wollt oder dass ihr überhaupt gar keine Lust gerade auf andere Menschen habt. Und für solche Menschen gibt es auch einen Schlüssel. Der sieht nicht so aus wie die Schlüssel am Schlüsselbund. Der sieht ganz anders aus. Nämlich dieser Schlüssel, das ist Gott. Und Gott, der kann Menschen aufschließen, indem er besonders lieb zu ihnen ist. Ihnen hilft, für sie da ist, sie beschützt. Gott kann Menschen aufschließen, indem er sie begleitet auf einem schweren Weg. Und damit ihr das auch weitergeben könnt oder für euch noch weiter besprechen könnt mit Mama oder Papa oder nochmal drüber nachdenken könnt, habe ich mir überlegt, könntet ihr einen Schlüssel basteln? Ich habe den jetzt mit ganz normalem Papier aufgemalt und ausgeschnitten und da drauf geschrieben, Gott ist mein Schlüssel. Vielleicht können Mama oder Papa euch dabei helfen und auch einen Schlüssel mit euch basteln oder malen. Vielleicht bastelt ihr sogar einen Schlüssel, den ihr dann an euer Schlüsselbund dran machen könnt. Dass Gott auch euer Schlüssel ist. Und daran werdet ihr dann jeden Tag erinnert.
Ja. Ich hoffe, dass euch das Video wieder gefallen hat, dass ihr etwas gefunden habt, worüber ihr nachdenken könnt mit euren Eltern zusammen. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag und wir sehen uns spätestens am Montag zur nächsten Geschichte wieder. Tschüss!